Wir sind immer noch unterwegs mit der Freedom, unserem dritten Schiff, unserem dritten Anlauf, in einem Plasmasturm, der uns beim letzten Mal das Leben gekostet hat, aber was wir jetzt relativ gut mit Bravour gemeistert haben. Und wir folgen einem Notsignal und müssen jetzt auf alle Fälle gleich erstmal wieder unsere Energie umverteilen. Wir finden einen Föderationsbomber, der mal wieder keinen Treibstoff mehr hat. Wir sind nett, wir helfen ihm. Und sie updaten unsere Map. Schön, jetzt verteilen wir erstmal wieder die Energie. Super. Und na, was tun wir? Wir springen natürlich weiter. Okay, hier ist ein Ionensturm. Das ist blöd. Asteroidenfeld. Hier haben sie ein Schiff entdeckt. Wir springen zum Exit und dann weiter zum Distress-Signal dahinter. Denn wir sind ja Gutmenschen und wollen natürlich sehen, was da los ist. Und hier finden wir noch ein Rebellenschiff. Sie wollen nicht kämpfen, mal wieder. Sie sind halt einfach zu gut. Und wir greifen sie an. Aber die haben hier eine Defense Drone. Das könnte knapp werden. Die daran zu hindern, zu springen. Wir schießen erstmal mit der Rakete drauf. Das bringt aber nichts. Wegen eben der Drohne. Das heißt, da können wir uns unsere Raketen sparen. Wir gehen mit dem Burst Laser auf den Antrieb. Und abwechselnd auf die Schilde. Ja, wobei er jetzt direkt wieder auf den Antrieb. Verdammt, daneben. Wir haben nur einen Laser, das ist scheiße. Ich glaube, die werden entkommen. Ja, die sind entkommen. Dammit. Das heißt, die werden uns viel schneller jetzt folgen können. Wir springen zum Notsignal. Eigentlich wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn wir sofort weggesprungen wären. Aber hier haben wir wieder eine blaue Wahl. Was ist denn hier? Eine kleine Raumstation auf einem unbevölkerten Planeten. Und ja, die Situation kennen wir. Das Verteidigungssystem has gone wild. Die können es nicht reparieren. Und wenn wir eine Engie-Crew haben, können wir das ferngesteuert reparieren. Das probieren wir doch mal, weil wir ein Engie dabei haben. Und der kann es fixen. Und die sind uns mal verdammt dankbar mit 44 Scrap. Hast du gut gemacht, Charlie. Aber 145 ist gut was. Wir sehen uns mal um. Ob wir, also upgraden können wir auf alle Fälle. Vielleicht mal unsere Subsysteme. Das Piloting und die Sensoren mal jeweils um einen. Dann sind wir immer noch bei 100. Die ziehen ja zum Glück keine Power. Das ist, glaube ich, ganz sinnvoll mal. Und wir springen zum Exit. Hierhin wieder. Den haben wir ja schon erforscht. Und jetzt zum nächsten Sektor. In einen Nebel der Slug oder in einen freundlichen? Ich möchte lieber in einen freundlichen. Weil unsere Hülle hält auch nicht mehr unbedingt so lange. Wir sind in Salton Space angekommen und sie haben sich darauf vorbereitet, ihre Grenzen gegen den Krieg zu verteidigen. Okay. Also stellen wir uns mal darauf ein. Wir springen in diese Richtung weiter.
und finden einen Rebellenfighter. Wow, mit vielen Schilden. Und sofort beginnen sie anzugreifen. Die werden jetzt wahrscheinlich drei Leute schicken. Wobei, die können ja immer nur zwei schicken. Egal, wir müssen auf alle Fälle erstmal mit der Rakete auf die Schilde. Wo kommen sie hin? Hier kommen sie hin. Wir gehen zu dritt hier rein. Dann gibt's da erstmal volles Fund aufs Maul. Okay, was ist hier los? Wir haben hier oben ein Feuer. Das lüften wir. Wie steht's um uns? Ganz in Ordnung. Captain, du reparierst. Gut, hier ist fertig. Rakete wieder auf die Schilde. Hier sollten wir das überleben. Verdammt, die haben sich zurück teleportiert. Ihr beiden hier hin. Und du hier. Oh, oh. Das Feuer im Schildraum ist kacke. Und das hier ist auch scheiße. Wir versuchen, durch das Schild zu kommen. Verdammt. Da hat's auch die Freedom zerschossen. Wir sehen uns beim nächsten Mal im Hangar wieder. Ciao.